erst der tatsächliche Lückenschluss der A33 der wirkliche Meilenstein für uns alle sein wird, erlaube ich mir dennoch, heute von einem solchen zu sprechen. Die Verbannung von Schwerlastverkehr im Haller Herzen wird eine spürbare Entlastung für viele Bewohnerinnen und Bewohner dieser Stadt bedeuten. Auch Spediteure sowie Anwohnerinnen und Anwohner der Luftreinhalteproblematik geschuldeten weiträumigen Umleitungsstrecken werden ab heute Mittag aufatmen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Ihnen gebührt zunächst mal ein Dankeschön und eine Entschuldigung, denn wir, die Verkehrspolitiker, haben Sie über Jahrzehnte schmählich im Stich gelassen und dafür möchte ich mich stellvertretend entschuldigen bei Ihnen. Ich will damit sagen, dass wir Verkehrspolitiker uns über viele, viele unzumutbare Jahre für Sie einen Kopf gemacht haben, wo die angemessensten Plätze für gewaltige Grünbrücken, Amphibientunnel und Fledermausfanggitter sind. Aber wir haben viel zu spät angefangen, die Schippe in die Hand zu nehmen, um Sie in Halle zu entlasten, dass Sie kein Wutbürger als Einzelner geworden sind, sondern Mutbürger geblieben sind. Das ist aller Ehren wert, weil die Zumutung des Verkehrs in Halle selbst mit den umweltrechtlichen Vorschriften für unsere Tiere nicht in Einklang zu bringen gewesen wäre. Und deshalb haben wir die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, jetzt so schnell wie möglich die A33 zu bauen. Und unser Zuschuss für die Entlastungsstraße hier ist nicht mehr als eine symbolische Entschädigung. Vielen Dank, dass Sie diese Entschädigung angenommen haben. Heute schließt sich der Kreis. Es ist alles im Fluss und der Verkehr hat freie Fahrt. Ins Rollen kommen aber nicht nur die Lastwagen und Pkw auf der neuen Umgehungsstraße der Stadt Halle. Ins Rollen kommt auch unser Business. Der Ravennapark ist ein erfolgreiches Projekt für alle drei Partner. Halle, Werther und Gütersloh haben sich für dieses interkommunale Engagement die Hand gereicht. Die heutige Verkehrsfreigabe ist ein, wie ich finde, ausgesprochen wichtiger Schritt zur Entlastung der Innenstadt von Halle. Aber es braucht noch Zeit und viel Geduld bis zur Fertigstellung der A33. Auch das haben wir eben gehört. Da ja ziemlich das Gebiet schon ausgebucht ist, ja, ist es doch an für sich normal, dass man jetzt ein neues Gebiet wieder dazu haben muss, oder? Wenn man wachsen will. Das geht doch nicht anders. Der Ravennapark ist ein wunderbares Gewerbegebiet, ein Filetstück, vielleicht das Filetstück, was wir im Moment in Ostwestfalen haben, sehr schnell vollgelaufen. Das hat was mit der Anbindung zu tun, das hat auch was damit zu tun, dass hier die Verwaltung sehr gut funktioniert hat und die Dinge sehr schnell realisiert wurden.